von aus dem Munde eines verängstigten Dörflers und damit herzlich willkommen. Ja, du guckst auch wieder zu, du? Was machst du hier? Warum? Ich hoffe, du genießt die Zeit, die jetzt folgt. Ich habe eine halbe Stunde Dinge aufgenommen und habe es wieder gelöscht. Das ist der Vorteil einer Aufzeichnung, das hätte keiner sehen wollen. Ich habe zuerst versucht, den Aethor-Drachen niederzumachen. Der hat uns, also wir sind schon besser vorangekommen, aber er hat uns dann doch ziemlich angekratzt. Mit der richtigen Taktik würde ich das vielleicht doch dann in einem Stream machen wollen und nicht in einer Aufzeichnung. Und vielleicht kurz vor Ende, weil wir vielleicht nochmal aufgestiegen sind. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier random einen verängstigten Dörfler angesprochen. Eigentlich wollte ich eine Quest abgeben, aber da habe ich die Questgeberin gerade nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich hier weiter rumirre, mache ich lieber etwas, was uns weiterbringt. Dann machen wir halt eine Quest später oder gar nicht oder schließen sie dann erst ab, wenn ich mich noch besser informiert habe. So, dieser Mann blickt scharf auf. Wie kann man scharf aufsehen? Hat er ein Messer in der Hand oder was? Nach dir sucht er! Er schüttelt seinen Wein ab. Du hast Fürst Redrick getötet! Und Fürst Redrick sucht mich jetzt, oder was? Wie kannst du es wagen, mich solch einer Schandtat zu bezichtigen? Er hat sich selbst getötet. Nein, das stimmt nicht. Nicht so laut. Ah, oder? Und wenn ich das habe, was ist dann? Du verstehst das nicht. Es hat nicht funktioniert. Ich bin Wache in der Burg. War. Ich war Wache. Er hat die meisten getötet. Die du übrig gelassen hast. Okay, dann sollten wir vielleicht mal zu Fürst Redricks Burg zurückkehren. Das ist ja krass, wie die Quest sich verzweigt. Ich wollte das sowieso schon mal machen und gucken, wie sich der Cousin schlägt. Kolksk hat nicht lange ausgehalten. Nichts als heiße Luft, aber ein guter Vorgesetzter. Viel angenehmer. Das hat ihm aber nicht geholfen, als Redrick zurückkam. Gott, diese Schreie! Seine Augen, als würde er innerlich brennen. Er schaudert. Er sagt, er sei zurückgekommen, um uns wieder anzuführen. Er sagt, er würde dich für das töten, was du getan hast. Ich habe ihm gesagt, ich würde dich finden, dir von seiner Herausforderung berichten. Schön ehrenwert und so. Er hat mich gehen lassen und ich bin gerannt, sobald mein Geld mich tragen konnte. Er lacht düster. Lustig jedenfalls, dass ich dich zufällig treffe. Ah ja, ob das so viel Zufall ist. Dann sollte ich ihn vielleicht aufsuchen, findest du nicht? Ja, natürlich, das wird ihm sicher gefallen. Der Tod hat ihn nicht davon abgehalten, sich für einen adligen Edelmann zu halten, selbst während er den armen Landry von der Mauer wirft. Wer ist Landry? Ich gehe nie wieder dorthin zurück, solange ich lebe. Ich suche mir irgendwo hier in Zwillingsulm Arbeit, auch wenn ich Ziegen hüten muss oder was weiß ich. Aber erst trinke ich, bis ich mich nicht mehr daran erinnere, was geschehen ist. Viel, viel Glück. Da draußen heult irgendetwas Grausames nach deinem Blut. Beraths Held. Wir sind doch Beraths Held. Hallo? Cool. Die Quest verfolgen wir jetzt. Indem ich Fürst Redrick erschlug, dachte ich, Goldtal von seinem Einfluss befreit zu haben, aber anscheinend ist in der großen Burg noch etwas anderes im Gange. Dies könnte das Werk eines neuen Thronräubers sein oder purer Aberglaube. Oder, die Beseeler, die da rumfuhrwerkt haben, haben noch andere Dinge gemacht. Wie auch immer, es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. So, mal gucken. Können wir hier einfach so reinmarschieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ein Vampir. Als du dich der lächelnden Frau neben der Frau näherst, beschleicht dich ein unheimliches Gefühl. Als du dich der lächelnden Frau neben der Frau näherst. Wo ist hier noch eine andere Frau? Aus der Entfernung kannst du erkennen, dass ihre Haut kränklich blass glänzt und ihre Augen das milchige Weiß einer Leiche haben. Ihr Gesichtsausdruck wirkt ziemlich seltsam, als ob sie viel Kraft aufbringen müsste, um ihn beizubehalten. Good day, Stranger. Fürst Redrick erwartet dich. Die Frau lächelt noch ein bisschen breiter, sodass wir ihre schönen Eckzähne wahrscheinlich sehen. Es ist gut, dass du seine Herausforderung nicht abgelehnt hast. Er hatte schon Angst, du würdest dich letztendlich als Feigling entpuppen. Wenn du willst, werde ich dich zu ihm begleiten. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Bring mich zu ihm. Dann komm, er wartet dort auf dich. Sie deutet auf den höchsten Turm der Burg und führt dich über die Zugbrücke in dessen Richtung. Mal gucken, ob wir überfallen werden oder solche Scherze. Fürst Redrick wartet auf dem Turm auf dich.
Wahrscheinlich hier, oder? Tatsächlich. Redrick. Wir hätten einfach nur die Treppe hochlaufen müssen. Können wir weiter reinzoomen? Nee, leider nicht, ne? Fürst Redrick der Siebte. Eine gepanzerte Gestalt schreitet nach vorne. Anstatt von Augen brennen dort enorme Flammen, die Hitze und Licht ausstrahlen. Von diesem orangenen Glühen siehst du, dass das darunter liegende Gesicht dem Verfall erliegen ist. Die Wangen sind eingesunken, die Lippen haben sich zurückgezogen und geben den Blick auf ein graues Zahnfleisch und verrottende Zähne frei. Vor dir steht aber unverkennbar Redrick. Eigentlich hat er sich nicht geändert. Sieh Look genau. well, Ach so. see what you have made of me, but see too what great Bereth has permitted. I am returned, mind and soul, so that I might be avenged upon my enemies. Sieh genau hin. Sieh genau hin, was du aus mir gemacht hast. Nee, offensichtlich hast du das aus dir selbst gemacht. Oder deine Berath-Priester. Naja. Aber ich merke auch, was der große Berath gestattet hat. Ich bin in Seele und Verstand zurückgekehrt, damit ich Rache an meinen Feinden nehmen kann. Wir sagen mal nichts. Hat es dir die Sprache verschlagen? Redrick kichert mit freiliegenden Zähnen. Hinter den Schleier zu treten ist eine grässliche Sache. Zurückgezogen und eine verwesende Hülle gebunden zu werden, noch schrecklicher. Du wirst meine Leiden nur kurz zu schmecken bekommen, bevor es vorbei ist. Mit meinen. I have strangled the life from the usurper Kolsch with my own hands. So fell your champion, your great hope. Wir setzen da Idee drauf. Das passt schon. Mit meinen eigenen Händen habe ich das Leben aus dem Thronräuber Kolsk gewürgt. Bekräftigend hebt er seine Faust mit zusammengepressten, verrotteten Fingern. Und so fiel euer Held, eure große Hoffnung. Diese Kreatur sollte euer Thane werden, ein Mann ohne Entschlossenheit und ohne Ziel. Also sein erstes Ziel war ja mal, so einen Irren vom Thron zu kicken. Den hat er ja mit mir schon geschafft, ne? Ein Egel, der sich im Tal fett frisst, der keine Ahnung davon hat, welche Verwüstungen seine Eitelkeit seinem Volk zugefügt hat. Ja, hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Klingt fast so schön wie die Alternative. Ich werde I es will nicht. not allow my lands to fall into ruin. I will cleanse the scattered god's poison from the blood of my people. I will scour his name from the Deerwood. Bereth has blessed me with its favor, and I will be its sword. There will be no more mercy for the heretic, the thief, the charlatan. All will meet with death. Dadurch, dass wir die Götterquest, also mit den Göttern schon gesprochen haben und uns im Prinzip, bevor wir was mit anderen gemacht haben, irgendwie aus Zufall oder Brain AFKness, wie immer, uns für Berath entschieden haben, können wir jetzt sagen, auch ich stehe in der Gunst des Zwillingsgottes. Wir beide haben den Tod gemeistert. Das hat ihn jetzt kurz verunsichert. Redrick zögert einen Augenblick lang, dann erhebt er eine Klinge zum Gruß. Dann liefert mir einen guten Kampf. Wir werden sehen, welcher von Berath's Helden diesen Sieg davontragen wird. Gut. Aber zuerst werden wir dich mit. Oh, können wir noch rechtzeitig reflektieren? Das wäre natürlich ein nicer Stein, aber ich glaube nicht, dass wir das rechtzeitig schaffen, ne? Wir machen hier einmal Mondquellchen. Mondquell? Ne, warte mal. Wir machen den Mondquell vielleicht auf Edea. Hat Edea noch eine Suppe? Die können wir jetzt nicht mehr essen. Naja. Edea mehr Verteidigung. Ich finde es schön, dass wir eben gleich zeigen können, dass das Symbol von Eothas uns alle retten wird. Eothas ist stärker. So, Mutti. Ich weiß nicht, ob Vampire immun gegen Beeinflussung sind. Wir müssen, glaube ich, warten und so lange schießt du einfach mal auf den erstbesten Vampir, der da so angeschissen kommt. Und du bist bezaubert. Na ja, herzlichen Glückwunsch.
Okay, naja, gut. Wir haben jetzt hier den Mondquell, wir haben Moody, wir haben Dinge, und zwar verbrennende Wunden. Ja, okay, ja, gut, das werden wir alles locker überleben. Energische Verteidigung. Die hast du doch auch, oder? Irgendwo? Nee, hast du irgendwie nicht. Haben wir für dich nicht im Petto. Naja, okay. So, wir werden jetzt mehr Dinge machen. Fürst Redrick wird jetzt erstmal gepfählt, würde ich sagen. Das passt besser zu einem Vampir als alles andere. So. Pfählung ist am Start. Und du haust jetzt mal das hier raus. Mal gucken, ob das was bringt. Das Schwertchen, was macht das? Das macht doch jetzt eigentlich schöne Sachen. Wir könnten fürs Redrick einfach umwerfen. Ideas umwerfende Dinge. Das war schön. Richtig schön. Du bist immer noch bezaubert, Moody. Das tut mir wirklich leid. Okay, er zaubert immer noch. Das dauert natürlich seine Zeit. Wir blitzdingsen mal ein bisschen. Und du haust auch mal auf Fist Redrick ein. Hey. Moody, du bist nicht mehr bezaubert. Das finde ich nice. Finde ich schön. Dann können wir dich vielleicht retten. Hiermit. Mal gucken, ob das reicht. Gut, man kann Vampire blitzdingsen. Finde ich schön. Finde ich nice. Finde ich gut. Was haben wir hier? Erntende Klingen. Ach, du kannst Leute damit segnen. Das ist natürlich genial. Das ist richtig gut. Hand auflegen. Vielleicht auch auf Moody. Aber es geht nicht so gut. Kannst du... Hast du vielleicht einen Trank? Nee. Hast du nicht. Okay, schade. Dann haben wir hier vielleicht abprallende Fluggeschosse. Wie immer. Okay, Arlof ist gleich down, ne? Du kannst das hier machen. Kannst du ihn retten noch? Ja, gerade so. Kannst du ihn auch retten? Vampir, vielleicht ist Redrick... Kann es sein, dass Redrick schon tot ist? Ja? Ist er schon tot? Wir machen schön Gefäßen immer Schaden. Das finde ich auch nice. Gut. Wie wär's damit? Ja, okay. Gut, das war's. Das war's. Also Gefäße haben gegen uns keine Chance. Blitzdingsen sowieso. Den haben wir zerstückelt. Na, wer ist Berathelt? Und na, wer ist gerade aufgestiegen? Sehr schön. Sehr wunderbar. Ein Ort des großen Schweigens hinzugefügt. Eine Quest. Die werden uns gleich auch angucken. Steuern eingetrieben. Und wir haben mal 793 verdient. Könnte sein, dass die Schurken von Redricks Festung ausgekommen sind. Das könnte auch sein. So. So. Könntest du noch mal ein bisschen hier alles abschleichen? Vielleicht finden wir noch mehr. Und auf dem höchsten Turm, auf der höchsten Turmspitze haben wir Redrick besiegt zum wiederholten Male. Auch als Vampir konnte er uns nicht so viel anhaben. In diesem Eimerle, was ist da drin? Wow, sehr gut. Trank der Eisenhaut. Richtig gut. Ja, mal gucken. Ob die Vampire jetzt alle verfallen, da sie nicht mehr unter seinem Schutz stehen. Wir gucken uns jetzt gleich erstmal das Journalus an. Ich habe Fürst Redrick den Siebten ein für alle Mal besiegt. Okay. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wer wird jetzt sein Nachfolger? Ich speichere erstmal. I'm here. Alles ist wahr. Du würdest mit Berathels Gunst gesegnet. Die bleiche Kreatur schaut an dir vorbei. Ein großer Held des Todesfürsten. Größer als der, dem ich diente. Einen Augenblick lang später kniet sie auf einem Knie nieder. Mein Fürst, ergeben würde ich ihnen dienen, wenn sie meine Dienste wünschen. Welche Macht mir gegeben oder wird, obliegt ihr eurer Entscheidung. Begib dich in meine Festung. Die Vampirin erhebt sich und verbeugt sich artig. Vielen Dank, meine Fürstin. Ich werde mich sofort dorthin begeben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber hey,
Die frisst noch meine ganzen Leute auf. So, was jetzt? Gut, offensichtlich ist, ich habe für Sir Redrick ein für alle Mal besiegt. Der letzte Satz zu dieser Quest, ein bisschen enttäuschendes Ende, muss ich ja sagen. Aber hey, dann ist das halt so. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und freue mich, euch morgen wieder hier zu sehen. Obwohl wir uns ja nicht wirklich sehen. Das machen wir ja eher in den Streams, aber die sind ja gerade nicht verfügbar. Jo, ich wünsche euch noch schönes Bergfest. Es ist Mittwoch, ne? Und eine erfolgreiche Restwoche. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Und bleibt gesund und gelassen. Tschüss.